Ja, wir haben in Hameln seit Jahren die bunte Leitstelle. In dieser bunten Leitstelle arbeiten die Mitarbeiter der Feuerwehr und der Polizei in einem gemeinsamen Raum und organisieren, wenn es Probleme gibt, wenn Feuerwehralarm ist oder wenn Einsatzwagen, Rettungswagen unterwegs sein müssen. Diese bunte Leitstelle ist hier in Hameln in Niedersachsen sozusagen als Pilotprojekt gestartet, gefördert durch das Land. Und das Ziel bei dieser bunten Leitstelle war, dass nicht nur Hameln und Holzminden sich darin niederlassen, sondern auch noch die Kreise Schaumburg und Nienburg dazukommen. Dieses ist leider nicht gelungen und wir hatten auch schon, daran möchte ich noch erinnern, Probleme, die Holzminder hierher zu bekommen. Damals haben die beiden Landräte, Herr Butte und Herr Waske, dieses nicht geschafft. Dafür mussten dann die Kreistagsmehrheiten aus beiden Kreistagen sich zusammensetzen und diesen Vertrag erarbeiten. Diese bunte Leitstelle arbeitet inzwischen sehr hervorragend. Von den Mitarbeitern hören wir ständig, dass dieses ein erfolgreiches Projekt ist, dass sie sehr zufrieden sind mit der Arbeitsatmosphäre und dass sie vor allen Dingen sehr zufrieden sind mit der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Feuerwehr. Hier ist auch kein Datenschutz gefährdet, ganz im Gegenteil. Man kann sich gegenseitig austauschen und alle sind zum Datenschutz verpflichtet. Und damit ist hier überhaupt keine Gefahr im Verzug. Deswegen ist auch nicht zu verstehen, dass der SPD-Innenfachmann aus dem Landtag, der Herr Bachmann, dieses zum Thema macht und diese bunten Leitstellen in Frage stellt. Dass er das mit Datenschutz begründet und dass er mehr oder weniger den Erfolg dieser Mitarbeiter hier in Hameln schlecht macht. Dieses ist deswegen für uns hier in Hameln besonders unerfreulich, weil wir ja hoffen, nachdem wir die Schaumburger und Holz- und Nienburger hier nicht herbekommen haben, dass wir von dem Land jetzt die Polizeileitstelle aus Göttingen bekommen. Hier gibt es die ersten Gespräche und leider sind die durch ein frühes Öffentlichmachen durch den Landrat schon einmal ins Holpern gekommen. Ich habe mich ja damals dazu geäußert und die Sorge begründet, dass dadurch das Ganze gefährlich werden könnte. Dass jetzt aber vor allen Dingen SPD-Landtagsabgeordnete dieses Ganze in Gefahr bringen, das habe ich mir nicht vorstellen können. Und dass Herr Bachmann als der innenpolitische Sprecher der SPD dies grundsätzlich ablehnt und für eine verkehrte Lösung hält, dieses ist natürlich für den Kreis Hameln von Riesennachteil. Wie nun Herr Butte und Herr Watermann damit umgehen wollen und wie Sie nun hier noch die Chancen nutzen wollen, dass das Land Niedersachsen diese Polizeileitstelle hier nach Hameln gibt, damit über 50 Arbeitsplätze nach Hameln gibt. Das ist die spannende Frage für die Zukunft. Ich höre nun auch schon, dass aus der Region Göttingen man ungern auf diese Arbeitsplätze verzichtet und dass andere Städte in unserer Region, und die Region geht ja von Göttingen bis Nienburg, sich vorstellen können, auch Hausherr für solch eine Leitstelle zu werden. Also meine Sorge, dass Herr Butte dieses in Gefahr gebracht hat, diese Sorge hat Herr Watermann jetzt noch gesteigert und Herr Bachmann hat dem Ganzen die Krönung aufgesetzt. Das Ziel, diese Leitstelle in Hameln mit den Mitarbeitern aus Göttingen zu füllen, ist jetzt in noch größerer Gefahr. Ich kann nur hoffen, dass man im Innenministerium bei unserem Innenminister Schünemann die Neigung zugunsten von Hameln behält und wir am Ende erfolgreich sind. Wir von der CDU werden jedenfalls dafür kämpfen.